So, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben heute was sehr Special-mäßiges, dazu kommen wir gleich. Erstmal zu meiner Seite habe ich einmal Marit Schule dabei. Hi, ich bin Marit Schule. Was machst du denn so auf YouTube und Instagram? Kunst, Designs, alles, was custom ist, custom Sneakers. Ja, sie ist leider noch ein bisschen bescheiden, aber die macht echt sehr krassen Stuff. Aber sie hat eine Leidenschaft, die noch größer ist, und zwar Süßigkeiten. Freunde, wir sind mit Süßigkeiten am Start. Wir haben von Sugar Gang eine Packung bekommen mit Süßigkeiten. Ihr wisst, ich bin nicht der allergrößte Süßigkeiten-Fan, aber... Dafür ist der Profi hier. Genau, und japanische Süßigkeiten, deswegen wird da weirder Stuff drin sein. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Wird cool. Wir gehen rein. Also, bevor wir das Ding aufmachen, wir haben einmal das Cover und ich finde das auch geil. Guck dich das an. Einmal Pokémon. Wer kennt's nicht? Pokémon oder Digimon? Digimon. Sowas von Digimon. Pokémon sind Sklaven. Bitte nicht die Debatte wieder. Pokémon sind keine Sklaven. Die machen das gerne. Ich glaube, das erste wird dir gefallen. Ich zeig dir einfach nicht und ich zieh raus. Das hab ich ja noch nie gesehen. Guck mal, das sind... Oh, das sieht aus wie Oreo. Blaubeere, Himbeere, meine zwei Lieblingsfrüchte. Besser als Erdbeere. Erdbeere. So, dann, ich würde sagen, also... Ich mag nur die weißen Oreo. Also, die Classics sind auch geil, aber... Die Classics sind geil, aber das ist faltet. So, also wir haben eine Papierverpackung, in der eine Plastikverpackung steckt. Was ist jetzt ein Haul für die Verpackungen? Kannst du das aufmachen? Ach so, ja, geht her. Geil. Bist du so eigentlich, der das aufmacht? Wie? Leute machen ja die manchmal auf und dann essen die mir das innen drin und schmeißen das weg. Was? Ja. Also, Oreo, original. Du hast die Hand davor, du diese Schminktutur. Original. Aber wir möchten ja überprüfen, ob das Packing nicht lügt. Und es ist lila-rosa. Wow. Schmeckt ganz anders wie die normalen Oreos, obviously. Voll abgespaced. Ich glaube, das sind solche, die könnte ich einmal so essen, aber nicht die ganze Packung. Mm-mm. Ich glaube, der Geschmack geht einen nach einer Zeit ein bisschen auf die Nerven. Aber so einmal tasten ist geil. Ich glaube, wir brauchen was zu trinken nebenbei. Ja, um auch den Geschmack wieder neutralisieren. Also ich finde sie besser als die Himbeeren Oreos aus Deutschland. Mit den Blaubeeren. Ist aber aus China. Oh, da wurden wir verarscht. Da wurden wir verarscht, da muss ich das Video abbrechen. Trinken wolltest du? Wie wär's mit einer... Mit einer Bleach-Cola. Eine freaking... Ichigo. Ah, Hilfe, ich muss über dein Gesicht. Bleach-Cola. Tatsächlich male ich gerade einen Sneaker von Ichigo. Mein Bleach-Sneaker. Ja, warum ist es fertig? Hier, und danach kommt der Ruffy-Sneaker. Sag mir bitte, ob der nach Bleichmittel schmeckt. Man schmeckt, dass es Cola ist, aber es hat so einen leichten Abgang von Orange, finde ich. Und das lässt die Cola... Weil er orangen Haare hat, oder was? Das lässt die Cola irgendwie alt schmecken. Ich wusste nicht, ich bin echt ein Feinschmecker. Absolut ein Süßigkeiten-Feinschmecker. Ey, geil, mit dem Code Ruffy12 gibt 12% auf alles, auf Ehre. Oha! Potato Twist. Kartoffel. Potato. Potato Twist Vegetable Flavor. Boah, ich hab keine Ahnung, wie das... Also es muss ja schmecken wie normale Chips. Boah, okay. Die haben so ein bisschen... Wow. Der Geschmack ist ein bisschen nicht so stark, aber ich finde sie trotzdem nice irgendwie. So komisch. Das sind Potatoes, die ich mag. Ja. Die sind nice zum Reinsnacken. Grüner Chili drauf. Und die sind nicht so... Mild. Aggressiv. Ja. Mild, ja. Ja. Die sind echt feier. Die esse ich nachher. Krass. Die schmecken echt gut. Ich mag es sowieso nicht, wenn Chips so aggressiv sind. Ich mag allgemein keine Chips, weil die immer so deftig schmecken. Gummibärchen ist nicht so mein Ding. So. Oh Gott. Oh Gott, die haben Potenzial, dir richtig zu gefallen. Richtig doll. Richtig, richtig doll. Aber Potenzial nur. Baked Rice Snake Chocolate Flavor. Meinst du nicht, die werden dir schmecken? Weiß ich nicht. Also entweder schmeckt das wie diese Reisdinger oder wie Kellogg's. Das sieht aus wie Hundefutter. Schmeckt wie Reiswaffeln, überschogen mit Schokolade. Oha. Ich war gerade voll überrascht von dem Reiswaffelgeschmack. Krass. Erstmal denkst du, das ist so wie ein normales Schokoding. Wenn man Reiswaffeln mag, voll geil. Ich feiere ja die Characters bei Sugar Gang gerade voll, ne? Weil die so Hip-Hop angelehnt sind. Das sind kleine Little Peeps. Okay, bis jetzt sind die Chips das Beste noch. Was soll ich denn damit machen? Da, Nudeln. Das haben wir in der Schule früher so gegessen. Die sollen super, super scharf sein. Die machen wir gleich. Die sollen heftig scharf sein. Du kannst doch so krass scharf ab. Das testen Kann wir ich dann. Auch. Boah. Kinder Creamy Milk Crunch. Hä? Das sieht aus wie dieses Kinder Joy. Warte mal.
Spoon is at the back. Oh mein Gott, hier ist einfach dahinter ein Spoon versteckt. Das ist wie bei Ben Jerry's im Kino. Wow. Das sieht jetzt aber nicht so lecker aus, ne? Das ist wahrscheinlich einfach nur crispy. Crispy Überraschungsei. Und mach ich da jetzt, warte erstmal, mach ich da jetzt einfach rein so? Lang ich da jetzt einfach rein und gut ist? Also zuerst muss der Löffel geformt werden. Hä? Was ist das für eine Wissenschaft? Okay, das ist wie... Das ist wie Kinderjoy nur knusprig. Boah, das war knapp. Also ich mag ja... Crispy ist eh voll meins. Ich stehe richtig auf Crispy. Ich bin gespannt, ob dir das schmeckt. Mhm. Kinderüberraschungsei. Ja, ja, ich sag ja, es ist genauso, nur knusprig. Ist das Marshmallows? Oh. Nee, oder? Oh, oh, Multigrain wow. Chocolate Flavor? Hä, sind das Marshmallows? Gib mal ein bisschen Bleach. Du weißt, dass du gerade gesagt hast, gib mal ein bisschen Bleichmittel, ne? Oh, 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 oh. Boah, die riechen krass nach Kakao. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich kann das gar nicht zuordnen. Das ist wirklich wie Cornflakes. Das sind Cracker, überzogen mit Kakaopulver. Ich weiß nicht, also in meinem Leben habe ich noch nie darüber nachgedacht, einen Cracker in Kakaopulver zu umhüllen. Aber jetzt hat es mir mein ganzes Leben gefehlt. Magst du die? Ja. Aber man braucht sehr viel trinken. Sehr viel trinken, weil dieser Kakaopulver. Nicht so meins. Die Box ist so geil, weil man noch nicht weiß, was man kriegt. Yum, yum. Also ich weiß es ja, aber... Yum, yum. Vanilla Flavor. Vanille ist doch was für dich. Ich stehe voll auf Schokolade. Interaktiv. Das erinnert mich jetzt an diese Nutella-Sticks. Ja, das ist auch wie diese Nutella-Sticks. Nur vielleicht ein besser. Guck mal, was hier steht. Kennt ihr diese Glückskicks-Vibes? Du bist Goat. Ich bin Goat und I'm lucky. Du bist einfach goated. Ich bin Rabbit Eat More Carrot. Hey, das ist ja voll geil. Ey, das habe ich gar nicht eingedippt. Ich bin nochmal Rabbit Eat More Carrot. Mann! Das Schicksal hat entschieden. Oha! Guck mal, hier ist schon der Boden. Ja. Der Boden ist einfach hier von dem Vanille-Ding. Einfach hier. Und du brauchst ja auch nicht so viel Dip. Doch, ich schon. Die waren voll lecker. Ja. Das ist Lemon Tea Drink. Wow. Also, more basic geht's echt nicht. Lemon Tea Drink. Sei ehrlich, das sieht aus wie so ein Schokogetränk. Ja, bisschen wie Kakao. Wow. Es schmeckt wie, nicht wie unser Eistee, sondern wie echter grüner Tee mit Zitronengeschmack. Bevor ich selber was trinke, würdest du das einkategorisieren als Getränk, was sehr süß ist? Oder nein, es schmeckt wie Tee. Es ist nicht süß. Es schmeckt wirklich wie Tee. Das stimmt, das schmeckt eins zu eins wie dieses Lipton-Eistee. Banane, Karamell, KitKat. Also Karamell, Banane und KitKat. Also Banane ja, KitKat ja, Karamell nein. Boah. Und? Nein. Für mich überhaupt nicht. Alle Menschen hassen ja auch diese Gelee-Bananen und ich finde die so geil. Boah, ja. Mhm. Das schmeckt dir? Mhm. Ehrlich? Mhm. Das schmeckt mir gar nicht. Gar nicht. Wow. Komisch, dass dir das schmeckt. Mir schmeckt Banane? Blaubeere, Schokolade. Blaubeere? Was für eine Blaubeere? Die drei Sachen. Ach so. Wow. Mir hat das gar nicht geschmeckt. Zuckerschock! Deswegen schmeckt dir das auch, weil du Zuckerschock hast. Okay. Letzte Sache. Da steht, ich sehe nur Bourbon. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Nani? Das ist knusprig. Waffeln. Spar dir deinen Dip. So ist feier. Ey! Jetzt sind wir fast fertig, jetzt steht hier Elefant Jumbo einfach drauf. Als wäre ich fett, was soll das? Wie ehrenlos. Boah, die sind so einfach, aber die sind so lecker. Also meine Highlights ist das hier und das hier. Also ich muss sagen, wenn man auf Schokolade abfährt, fährt man auf jeden Fall sehr sicher mit dieser zufälligen Box. Und meine Highlights sind immer noch der Oreo, Blaubeer-Himbeer-Oreo, die Bananen-KitKats und was hatten wir denn da noch? Da war doch noch was. Hier, die Potatoes. Die Cracker, ne? Die Cracker! Ich werde jetzt Bauchschmerzen haben, aber ist was wert. Raspi 12 bei Sugar Gang. Ich verlinke es euch unten. Dann bekommt ihr da was. Könnt ihr alle möglichen Süßigkeiten bestellen oder auch so eine Mystery Box. Ja, aber ich bin ja nicht der Süßigkeiten-Fan, aber du sagst, ein Süßigkeiten-Fan ist toll, ne? Lohnt sich. Und es ist die Überraschung einfach wert. Da spricht der Zucker gerade aus dem. Lasst noch nach oben da, Abo auf dem Kanal. Abonniert ihre Kanäle auf YouTube, auf Instagram. Auch alles unten verlinkt. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, für solche Videos, dann schätzt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bye.